So, fortsetzen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rise of the Tomb Raider. Mit der schönen Lehrerin in dem irgendwie nicht zuordnenden Outfit. Trinity aufspüren. Wo geht's hier hin? Heli-Landeplatz. Ich habe die Vermutung, hier müssen wir noch hin, weil hier extra ein Weg hinführt. Behalten wir uns mal im Hinterkopf. Kleine Wetterstation. Was ist das denn? UFO? Nee, 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 nee. So, da haben wir einen Kanister. Hier können wir nichts machen. Oh, selbst die Dose ist leer gefressen. Lara, musst du auch mal was essen? Die hat doch schon seit 35 Folgen nichts mehr gegessen. Wusste ich's doch. Was haben wir denn da? Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Da steht was drauf. Sankt Peregrinus, Schutzpatron der Todkranken. Ob wir diese Medaille noch sehen werden öfters? Moderne Reliquie. Tja. Gut, offensichtlich, wir müssen hier hoch. Natürlich geht die Leiter nie bis zum Ende. Was auch mal hätte sein können. Ich muss sagen, Lara macht hier so viel. Ich höre niemand. Handy hat vibriert. Moment, da muss ich nachgucken. Ach so, okay. Macht nix. So, dann gehen wir mal weiter. Wo zum Teufel? Warum brauchen die eigentlich eine Wetterstation hier oben? Was war das? Recht viel Taucherausrüstung kann das sein. Hallo? Wieder so ein Ruckler. Ja, Sprachnachricht. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Eifersüchtig. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist Anna schuld, dass Konstantin so geworden ist. Noch eine Nachricht, schau mal da. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Aber Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst. Und dass du hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. So ganz verstehe ich die Sprachnachrichten von Jonah nicht. Ist er denn jetzt entkommen oder nicht? Oh, hier ist noch was zum Grabbeln.
Kiste. Was haben wir da drin? Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Mit Gravur. Klingt für mich irgendwie wie so der Gnadenschutz irgendwie. Dass diese Patrone genau dafür entwickelt wurde, beziehungsweise extra dafür graviert wurde. Sprachkenntnisse. Kann jetzt Griechisch der Stufe 6 übersetzen, alles klar. Wo zeigt mein Pfeil hin? Hier zeigt mein Pfeil hin. Oh. Hä? Ach, die Leiter. Oh Mann. Oh, Zwischensequenz. Fügen Sie sich Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen! Jonah! Jonas Rettung, alles klar. Dann geht's jetzt erst richtig los. Warum ist da so ein fettes Loch in der Wand? Hat der das... Gut, das Ding ist sowieso total zerklüftet und ekelhaft und scheiße. Alles klar, dann geht's in die russische Anlage jetzt. Oh. Negativ, wir fahren mit der nächsten Phase der Operation fort. Bereitet euch auf den Abzug vor. Was war das? Hab dich! Niemals. Ups. Ach, ich muss weiter nach da. Hier endet es weiß und dann? Ah. Pfeile. Das heißt nichts Gutes für mich. Puh. Alter. Vorsicht. Nein. Hat ja wieder super geklappt. Sorgt dafür, dass die Gefangenen zusammengetrieben werden und exekutiert sie. Und tschüss. Schade, ich wollte ihn eigentlich jetzt darunter werfen. Haben wir hier noch was? Na klar, haben wir ja noch was. Ein Forscherrucksack, schau mal da. Was haben wir da drin gefunden? Karte aktualisiert, ja gut, das bringt mir herzlich wenig. Leises Anklopfen vor allen Dingen. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Verdammt! Schieß! Bitte,
Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja! Nein! Verdammt! Du Sack! Ja! Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Du verdammter Mistkerl. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Dieser verdammte Mistkerl. So. Wir haben 2 Fähigkeitenpunkte. Ich will die jetzt einsetzen. Es geht jetzt langsam zum großen Kampf, sag ich mal. Lautlose Landung. Adrenalin. Erleiden Sie nach einem erfolgreichen lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Ausweich-Killmeister. Erledigen Sie Feinde mit Rüstung sofort durch zeitlich perfekt abgepasst drücken. Nee, das ist auch nicht so. Tod von Oben ist auch nicht so geil. Tierischer Instinkt, Plünderer, Finesse. Pistolenexperte, Gewehrexperte, Schrotflintenexperte, Überlebenskunst. Ich glaube, Überlebender wäre diesmal das Bessere. Todeswolkenpfeile. Machen wir die Brandpfeile und die Explosionspfeile. So. Waffen-Upgrades, was können wir machen? Gut, der Langbogen, aber... Ne. Jetzt müssen wir gucken, was für ein Gewehr nehmen wir. Oh. Ich glaube, da bleiben wir doch lieber bei der hier. Schussfrequenz. Munitionskapazität. Griff mit Schlaufe. Was bringt uns das? Die maßgefertigten Griffe und Wirken erlaubt Annäherung sofort ausstemmen von Türen durch mit allen Äxten. Das ist jetzt nicht so das, was uns irgendwie hilft. Klar, das können wir uns leider immer noch nicht herstellen. Ist echt schade. Also ich hätte das... Das hätte ich echt... Naja. Was soll's. Da fehlen uns... schade, da fehlt uns ein bisschen was. Lederjacke? Nee, komm, bleiben wir bei unserem Outfit, wo wir jetzt sind. Aber was für Upgrades? Ich nehme mal... Die Pistole... Maschinenpistole... Ist nur Schussfrequenzerhöhung, ne? Ist kein Schaden oder ähnliches. Können wir noch was beim Bogen machen?
Zielgeschwindigkeit, Schussfrequenz. Können wir beides machen? Dann können wir noch ein bisschen was an der Waffe hier machen. Was ist das? Schussfrequenz höher, die Schrotflinte. So. Damit ziehen wir jetzt in den Kampf. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Ich bin nicht gefährlich, ich bin zahm. Okay, da geht's nicht lang. Ah, Leiter. Nee, nix Leiter. Doch Leiter. Nein. Dahin. Öl. Ich hasse es, verpeilt zu sein. Sollen wir die Tür hier abfackeln? Haben wir denn irgendwas, womit wir etwas Brennbares herstellen können? Fast. Ich denk mal da hoch. Lara, du sollst den Haken. Okay. Bestimmt seht ihr schon, wo es lang geht. Ich bin gerade einfach nur verwirrt. Hier ist nichts, da ist nichts. Ach, leck mich doch. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Ziel erfasst. Sie ist hier. Alter. Los jetzt! Vergiss es! Mach sie kalt! Du auch! Ah, ich werd geblendet, ich seh nix. Alter. Wir haben sie verfehlt. Rückzug, Rückzug. Ich hab sie. Alter. Einen Moment. Ganz langsam, die Herren. Mit mir, Kollege. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt! Wir kümmern uns darum. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle angreifen. Granate raus! Was zum Teufel geht hier vor? Alles klar. Die meint's ernst.
Ich tauche nicht auf. Jetzt muss hier so ein scheiß Hubschrauber wieder rüberfliegen. Das hört man, denke ich mal. Dann nütze ich das gerade so und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Tomb Raider. Ich bin mir nicht sicher, ob Jonah das schafft. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich hoffe es natürlich. Das wäre echt scheiße, weil wir jetzt Jonah verlieren. Auf alle Fälle, wir werden Thorsten so in den Arsch treten, bis er blutet. Dieser verlogene Witze. Warum hat Jonah nicht geschossen? Ja gut, er hat gesagt, er war nicht bewaffnet, er konnte es nicht tun. Ja gut, Jonah weiß noch nicht, was Thorsten uns alles angetan hat. Ich habe mich so auf den Namen Thorsten versteift, ich weiß gar nicht mehr, wie der wirklich heißt. Weiß ich nicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir diese ganzen Typen umgehen können, die uns da ans Leder wollen.